Hallöchen. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, wie es heißen wird, was ich in den Titel schreibe, aber ihr werdet es ja schon gesehen haben. Das wird jetzt ein sehr buntes Video, also mit allem, also von allem etwas. Ich will euch zeigen, was ich so gekauft habe, wie meine Stände sind, so kleine Updates, was ich so vorhabe und so weiter und so fort. Ja, wo fangen wir denn mal an? Also, ich denke, ich zeige euch als erstes mal mein Tempus Fugit. Der ist ja immer sehr beliebt, sage ich mal. Er passt auch kaum mehr auf den Tisch. Ich muss hier auch echt ein bisschen rumräumen. Das ist so viel, was ich hier liegen habe. Jetzt habe ich alles irgendwie jetzt um mich rum gelagert und gestellt habe. Meine Kamera hängt auch voll schief. Gut, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich gebe das gar nicht drauf, wa? Naja, also wir sind jetzt hier unten, beziehungsweise ich bin jetzt hier unten. Der Part Juli ist beendet. Die letzten zwei Reihen waren auch schon vom August. Ihr werdet das Video aber ein bisschen später sehen. Also das drehe ich gerade so ein bisschen vorab. Gut, es werden nur ein paar Tage später sein, aber an dem Tag, wo ihr das Video seht, habe ich wahrscheinlich schon wieder so ein paar Reihen mehr gemacht. Ja, das ist mein Tempus Fugit. Gefällt mir richtig gut. Ich merke halt, dass das Bild doch ganz schön lang wird. Weil drei Parts sind es ja noch. Und ja, es hat auch schon gut Gewicht. Aber es wächst stetig. Also da bin ich ausnahmsweise mal konsequent. Und dann habe ich euch erzählt, dass so ein paar Sachen bei mir einziehen werden. Ihr habt ja jetzt auch ein paar Kooperationen gesehen. Es werden auch noch ein paar Kooperationen kommen. Da komme ich aber gleich drauf. Ich habe euch ja erzählt, dass ich mir für ein Painterbox-Bild den Koffer bestellt habe mit den 420 Farben. Der ist mittlerweile da. Ich habe ja Painterbox angeschrieben, ob ich bitte nochmal die Sticker-Legende bekommen kann. Die haben gesagt, ja, ist in Ordnung, drucken wir aus. Ich hoffe, dass, wenn ihr das Video seht, dass die Sticker-Legende endlich da ist, weil Stand jetzt warte ich noch da drauf. Packen wir mal wieder weg. Ich zeige euch nämlich mal den Koffer. Das ist echt so ein... Ist halt auch noch eingepackt. So ein Riesending. Kriege ich den jetzt auch auf die Schnelle auf? Achso, ich zeige euch erstmal hier ein bisschen, konnte ich sogar noch raus. Also 420 Döschen sind da drin. So sieht das dann von innen aus. Ich glaube, drei Etagen sind es, glaube ich. Ich habe ja schon so einen. Beziehungsweise der ist ja schon gefüllt und ich brauche halt jetzt nochmal einen für das Painterbox-Bild. Ihr seht, grün. Es ist grün oder er ist grün. Ihr wisst ja oder vielleicht auch nicht, dass so meine Lieblingsfarbe grün ist. Also das ist ein Riesenteil. Also das sind meine Hände. Das gucken wir uns gleich an. Ich muss mal gucken, ob ich das jetzt irgendwie überhaupt aufgeklappt kriege. Wo ist vorne, wo ist hinten? Hier ist vorne. Ja, macht Sinn. Da gucken die Tiere einen auch an. Ich fand halt grün so toll. Die gibt es auch einfach nur in schlicht schwarz oder in orange und mit ganz vielen verschiedenen Motiven. Also das ist meine Müllecke hier. Das könnt ihr euch frei aussuchen. Die sind auch nicht ganz billig. Ich habe ihn in einem Angebot bekommen. Also ich habe, glaube ich, knapp 60, 70 Euro dafür bezahlt. Ach du meine Güte, was ist denn hier noch alles drin? Also so sieht das aus. Und davon fehlt ein Deckel. Deckel. Die sind alle lose hier. Irgendwo fehlt ein Deckel. Ich hoffe, der ist jetzt hier nicht irgendwo. Na gut, ich brauche ja nicht komplett 420 Dosen. Aber es wäre schon, wenn er auftaucht. Dann habe ich hier oben im Deckel Sticker. Ach, hier ist der Deckel. Also ist alles in Ordnung. Ich habe nichts gesagt. Dann haben wir hier einen Trichter.
gut, die benutze ich nicht. Ein riesen Toolkit mit einem großen Schiffchen, einem Schieber, Stiften ohne Ende, eine, naja, Plastikpinzette, brauchen wir nicht weiter drauf eingehen, und verdammt viel Wachs. Ich werde das nicht auspacken jetzt. Ich lege das einfach zu meinem ganzen Zubehör und lege das dann am Ende vom Video einfach nur weg, weil ja, das brauche ich ja nicht. Also, mir geht es ja nur um den Koffer. Das schmeiße ich nochmal weg. So, ja, und das Ganze habe ich, glaube ich, dann unten nochmal zweimal drin. Also, das ist dann übereinander gestapelt. Also ich finde den klasse. Klar, man braucht ein bisschen Platz auf dem Tisch. So sieht das dann aus. Ich schmeiß nur auch weg. So. Und dann kann man noch einmal rausheben. So. Oh. So sieht das dann aus. Jetzt sind mir hier schon alle flöten gegangen. Upsala. Gar nicht so einfach, das aufzunehmen, weil das echt groß. Ja, also das ist mein Koffer. Sobald meine Sticker da sind, möchte ich gerne dieses Painterbox-Bild da reinmachen. Ja, dann kriege ich vielleicht wieder ein bisschen Motivation daran zu painten, weil mit den Zipbeuteln, das gefällt mir nicht. Ja, das ist mein Köfferchen. Dann habt ihr hier gerade ja schon so ein bisschen im Hintergrund gesehen. Ich habe mir Projekttaschen geholt. Ich habe ja ein paar zu einem Geburtstag verschenkt und auch ein paar Mal so. Und ich weiß gar nicht, dieser Shop von Etsy müsste ich jetzt nochmal überlegen, weil ein Shop war aus Polen und einer aus Holland und ich kann jetzt nicht mehr sagen, welches das hier war. Auf jeden Fall könnt ihr gerne mal reinschauen, falls ihr da Interesse dran habt. Das war was Limitiertes, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber ich habe nur gesehen Harry Potter und dachte, ja gut, alles klar, musst du haben, weil es halt einfach cool, es ist schön weich und das ist halt nochmal was anderes als diese Taschen, die man vielleicht sonst so kennt. Aber wenn ihr einen deutschen Shop sucht, das zum Beispiel ist eine Spezialanfertigung, die wurde extra für mich gemacht. Ich habe diesen Shop angeschrieben, weil die Taschen so gut wie ausverkauft waren. Ich habe gefragt, ob mal welche kommen und dann hieß es, ja, es gibt auch Spezialanfertigung. Und ich habe gesagt, cool, ich mag Wölfe. So. Also habe ich einen Vorschlag gekriegt, wo sie gesagt hat, hey, hier habe ich was. Gut, ist jetzt wahrscheinlich ein Husky, aber ist ja egal, sieht ja genauso aus wie ein Wolf, sage ich jetzt mal. Da habe ich ihr das okay gegeben, habe gesagt, ja, finde ich richtig schön, finde ich richtig gut. Pflegeanleitung. Und dann hat sie mir das angefertigt. Also ich durfte mir die Motive von den Wölfen, Hunden, Huskies aussuchen. Und auch dies mit den Tatzen durfte ich mir aussuchen. Also das hat sie jetzt individuell für mich hergestellt. Ihr könnt auch dort sagen, ich möchte was mit Blumen, ich möchte was mit Katzen, ich möchte was mit was auch immer ihr schön findet haben. Und dann guckt sie, ob sie die Stoffe findet und dann würde sie das auch anfertigen. Hier kommen wir zu meinem Liebling. Das war allerdings eine private Anfertigung. Den Stoff gibt es, glaube ich, nicht mehr. Aber auch von ihr gemacht auf jeden Fall. Falls ihr mal schauen wollt, ich habe es mir hier aufgeschrieben, der Shop bei Etsy heißt Martinas Stübchen, Stübchen mit UE geschrieben. Wenn ihr mal Interesse habt oder vielleicht gefällt euch ja was, was sie da schon hochgeladen hat, oder ihr möchtet irgendeine bestimmte Tasche haben mit einem bestimmten Motiv, dann könnt ihr sie auf jeden Fall anschreiben und ja, dann kriegt ihr da eine Tasche auf Wunsch sozusagen. Ich finde die auf jeden Fall richtig, richtig cool. Ich habe jetzt hier auch in dem einen schon was einsortiert. Nämlich meine Perlen für das Perlenbild, was ich mit euch angefangen habe. Falls ihr euch erinnert, ich habe ja so ein kleines Erklärbär-Video gemacht mit wie beginnt man auf 25 Kauen zu sticken. Und das ist hier halt drin. Hier sind die Perlen für mein Zelda-Bild drin. Ja. So. Packen wir auch mal wieder weg. Ihr habt ja auch schon mein neues Perlenbrett gesehen. Muss ich auch nicht mehr viel zu sagen. Das liegt hier auch noch rum. Das ist Version 2. Ich liebe die ja. Version 2, das würde ich jetzt immer vorziehen, aber die gibt es halt noch nicht so lange wie die Version 1. Deshalb habe ich noch einige von Version 1. Dann habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Guckt mal,
kommen euch die bekannt vor. Einige meiner YouTube-Kollegen haben sie schon gezeigt. Das sind diese schönen Schiffchen von Kefco Design. Ich meine, meine anderen YouTube-Kollegen haben euch ja auch alle schon darüber erklärt eigentlich. Aber ich wollte euch eigentlich nur mal zeigen, was ich mir hier für welche ausgesucht habe. Das ist ein Blau, Lila, Metallic. Unten wollte ich Weiß haben, dass man die Steine immer schön sieht. Man hat hier ein Magnet. Also das hält auch schön zu. Auch hier, der Deckel ist mit einem Magnet versehen. Das ist jetzt die mittlere Größe. Und dann habe ich noch die größte Größe. Und ich habe sogar nochmal die 939 in Strass dazu bekommen. Ich glaube, wenn ihr ein großes kriegt, kriegt ihr immer so ein Beutel mit Steinchen. Ja, das habe ich aber noch nicht benutzt. Ich habe sie schon liegen. Ich werde das vielleicht gleich mal benutzen, weil ich wollte im Anschluss mit euch so ein kleines Paint mit mir machen, weil dann kann ich euch nochmal so ein bisschen so das Neueste erzählen. Ja, was ist noch neu? Was heißt neu? Ich habe ja mein Häkel-Unboxing hochgeladen von Lanufaktur und ich habe euch ja meinen ersten Versuch damals gezeigt. Das ist so ein Gespenst, das ist auch eher schlecht als recht. Dann gab es jetzt gestern vor ein paar Tagen bei Instagram so einen kleinen Frosch, wo ich dachte, hey, voll einfach, machst du mal. ja gut, das ist halt auch echt so ein richtiges, so eine Billigwolle, aber ich meine hier die Popcornmaschen, ich glaube, es ist Übung. Ich denke, von der Sache her habe ich es gut hingekriegt, aber die Maschen sind mal enger, mal weiter, mal lockerer, mal fester. Dann hier die Augen habe ich drauf genäht, weil ich habe noch keine Sicherheitsaugen. Hier habe ich noch Mund drauf gemacht. Und dachte ich, hey, das läuft ganz gut, nimmst du mal so eine flauschige Wolle. Und wisst ihr, was ich da gemacht habe? Ich habe die Augen und den Mund auf die Rückseite genäht. Da sind die, da ist das Beinchen, da ist das andere. Hier ist ein Arm, man sieht das gar nicht. Man sieht die Popcornmaschen gar nicht. Also da Ärmchen, da ist ein Ärmchen und hier sind die Augen, wo eigentlich dann Sicherheitsaugen reinkommen, aber die sind noch nicht da. ja, ups. Läuft auf jeden Fall. Also ich glaube, ich brauche noch ein bisschen, also bis ich mich an diesen Wal rantraue. Ich habe jetzt einen neuen Versuch gestartet. Und zwar dieses hier will ich jetzt nochmal häkeln mit so einer schönen, flauschigen, weißen Wolle. Bis jetzt, also es sieht langsam schon ein bisschen besser aus, aber ja. Ich muss üben. So, das ist es. Ich muss einfach üben und das werde ich jetzt immer mal ein bisschen zwischendurch machen. Raubt mir zwar wieder so ein bisschen Zeit, aber gut. Solange ich mit meinem Tempo weiter vorankomme und ich meine Pflichtgeschichten schaffe, ist das alles in Ordnung. Jetzt überlege ich gerade, ihr habt ja mein Diamond Painting gesehen von Kassond. Und das wollte ich eigentlich jetzt mit euch ein bisschen painten und euch dann so ein bisschen ja so das Neueste erzählen, sprich ja, was habe ich so vor, was gibt es Neues, was kommt noch und ja, dafür würde ich jetzt einmal umbauen und dann kleben wir ein bisschen und ich erzähle euch so ein bisschen so das Neueste. Bis gleich. Da bin ich nochmal. Ich bin hier gerade am Umbauen und dann habe ich ja noch was auf meinem Tisch gefunden, was ich euch ja auch noch vorenthalten habe. Ich habe euch ja eine Kooperation gezeigt mit Cubebricks. Da habe ich jetzt die ersten 9 Seiten, sage ich mal, jetzt beendet. So sieht das Ganze jetzt aus. Klar, es sind ein paar Lücken, aber im Großen und Ganzen betrachtet, denke ich, liegen die Steine doch ganz gut. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich paint immer mal ein bisschen daran. Man hat wirklich schnell so eine Seite hier fertig oder 2. Und da man nur so wenig Farben hat, stellt man sich hier einfach die paar Schiffchen vorne, also ne, dahin und dann nimmt man einfach das, was man gerade braucht. Das mache ich normalerweise nicht. Ich painte Farbe für Farbe, aber da man ja hier so eine Blankoleinwand hat, mache ich das hier halt immer mit den ganzen Schiffchen. Ja, dann
baue ich jetzt hier mal weiter, beziehungsweise ich lasse jetzt einfach mal weiterlaufen, weil ich habe ja hier mein Bild schon liegen. Da wollte ich jetzt einfach mit euch so ein paar Steinchen dran kleben. Ich wollte eigentlich auch hier diese Lücke zumachen. Mal gucken. Wo willst du hin? So. Und dann ja, berichte ich mal so ein bisschen, was es so Neues gibt. Ich brauche aber Licht. Ohne Licht kann ich nicht, aber ihr müsst ja... Ich bin noch am Gucken. Moment bitte. Es sollte ja so sein, dass ihr was seht und dass ich was sehe. Und so ist doch, glaube ich, ganz in Ordnung, oder? Ich benutze jetzt mal eins von diesen neuen Schiffchen. Mal gucken, wie die sind. Ich meine, es ist ja auch Strass. Und gut, Strasssteine sind ja noch mal ein bisschen anders als normale Steine. Wir testen mal. Zur Not habe ich ja auch noch normales gefällt mir schon mal ganz gut. Ich muss weiter nach rechts. So, wollen nicht zu viel Schatten hier werfen. Ja, gucken wir mal. Dann brauche ich noch einen Stift. Und dann legen wir einfach mal los. Wo ist er denn? Ich habe doch hier einen Stift, den ich immer nehme. Da ist er schon. Ich hoffe, das Wachs ist jetzt auch noch frisch, dass ich jetzt hier nicht die ganze Zeit... vielleicht auch nochmal tauschen können. Ich habe ja auch einen kleinen Spickzettel gemacht, worüber ich mit euch reden wollte. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich wieder viel meine Hand sehen, aber die meisten hören ja wahrscheinlich auch nur zu. Ich painte das im Schachbrettmuster, weil dann habe ich einfach das Gefühl, dass die Steine besser liegen. Ja. Und dann erzähle ich ein bisschen. Also das Bild hier, was ihr jetzt seht, ist ja von Picasso. Das seht ihr ja jetzt auf dem Kopf so halb. Da habe ich ein Unboxing gedreht, habt ihr ja auch gesehen. Und ja, ich finde es richtig schön. Also es ist mal was anderes, wieder so ein Vollstraßbild. Klar, runde Steine, aber gut. Vielleicht kommen ja auch irgendwann eckige Steine. Einfach mal abwarten. Aber generell finde ich, mit Strass kann man nicht viel falsch machen. Wobei nicht jedes Motiv ist dafür geeignet. Also es gibt auch Bilder, die sollte man vielleicht nicht in Strass painten. Ja, zum Thema Painting, da habe ich in letzter Zeit wirklich dolle Lust drauf. Ich weiß gar nicht, wieso und wie das kam. Es ist einfach, ich habe so Kooperationsvideos gesehen von ein paar Kanälen und dann wurde halt wieder viel zum Thema Diamond Painting gezeigt. Und das fand ich halt irgendwie cool und ich hatte dann auch Lust und habe das gesehen und dachte, oh toll. Ja, da kommen wir nämlich schon zum Punkt. Es werden nochmal, also es wird noch ein paar Kooperationen geben. Ich hatte ja jetzt so ein paar coolere Kooperationen. Was heißt coolere? Ich habe jetzt einmal hier die Picasso-Kooperation, die ja doch nochmal ein bisschen... vielleicht nicht die typische China-Kooperation ist, die man so kennt. Ne? Ihr wisst ja alles, was uns vom grauen Beutel kommt. Aber dann hatte ich ja auch das mit den Fäden von Ringstring. Dann hatte ich Q-Bricks, ist ja auch wieder Diamond Painting. Und das macht alles halt so viel Spaß. Aber auch diese China-Kooperationen sind ja auch cool. Man kann sich ja halt aussuchen, was man da nimmt. Viele gucken die Videos nicht. Kann ich auch verstehen, ist vielleicht nicht für jeden was. Ich gucke die halt immer super gerne. Also wenn ich bei jemandem sehe, Kooperation, ja, klicke ich direkt drauf und hoffe, dass es mir nicht gefällt, was ich da sehe, weil dann will ich das auch wieder haben. Klar, der Kaufstopp ist beendet, aber das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt wahllos irgendwelche Sachen mir hole. Ja, also das, was ich ja euch vorhin so ein bisschen gezeigt habe, so ein bisschen Zubehör, Taschen, Perlenbrett und so weiter. Das Bild von Olga, was jetzt noch kam, habt ihr ja auch gesehen, mein Unboxing. Ja, und sonst sind, glaube ich, erstmal keine großen Sachen irgendwie
geplant. Ich meine, ich habe ja nur noch bald Geburtstag. Da wird sicherlich genug einziehen, was ich euch dann zeigen kann, werde. Ja, also das auf jeden Fall. Ein bisschen rüberrutschen. Aber so ein paar, ich sag mal, Kooperationen kommen noch. Ich warte einmal, nee, zweimal geht es noch ums Thema Diamond Painting und einmal ist es eine Kreuzstick-Geschichte. Das eine werde ich dann auch direkt im nächsten Video anstecken. Mal gucken, wann das alles eintrudelt. Es ist versendet. So ein paar Unboxings wird es hier noch geben. Aber ich werde jetzt auch mal gucken, dass ich wieder so ein paar Stick-mit-mir-Videos mache oder jetzt Painting. Ich weiß, dass Painting-Videos nicht so gefragt sind wie Stick-Videos. Ja, kann ich auch verstehen. Ich gucke auch lieber Stick-Videos als Paintings. Aber das heißt nicht, dass ich nicht auch gerne mal ein Painting-Video sehe. Die liebe Rina hat ja auch vor kurzem eins hochgeladen, sogar die Sarah. Und ja, also es ist immer noch irgendwie präsent, aber momentan liegt, glaube ich, doch eher der Fokus so auf dem Sticken oder Perlensticken, Kreuzsticken. Ja, aber ich möchte jetzt halt immer mal so ein bisschen hier an dem Wolf painten, weil ich meine, ich habe ihn ja über eine Kooperation bekommen und dann will ich wenigstens auch so ein paar Fortschritte mal zeigen. Ist vielleicht nicht immer möglich. Also wenn ich jetzt jedes China-Kreuzstick-Vordruckbild sticken müsste oder direkt fertig haben müsste, bis ich da irgendwie was Neues anfange oder was Neues bekommen würde, dann das geht ja gar nicht. Ich habe das Seitenbild angefangen zu sticken und ich muss sagen, ich bin gar nicht so begeistert davon. Vielleicht lag es jetzt am Faden, vielleicht habe ich den doof aufgeribbelt oder doof abgezogen. Ich habe mit Schwarz gestartet. Ich habe einfach mal einen Faden schwarz gestickt und ich hatte so Probleme damit. Hat mir nicht so gefallen. Also, vielleicht wird es nochmal besser oder. Also, ich habe schon vor, das weiter zu sticken oder immer mal wieder, aber so richtig. Richtig toll finde ich es jetzt noch nicht. Ich meine, ich habe ja das Video gesehen bei der lieben Corinna von Kanal Stickliese, die hatte ja gar keine Probleme. Die hat ja auch ein Video gemacht, wie sie da mit Seide stickt. Also hätte ich da ein Video gemacht, dann hättet ihr euch wahrscheinlich an den Kopf gefasst. Ja. Gut, jetzt sind wir hier angekommen. Jetzt geht's wieder zurück. Aber das, meine Kooperation mit den Donuts beziehungsweise dem Cheeseburger kam, glaube ich, ganz gut an. Ich glaube, viele fanden das auch recht witzig. Also muss ich auch mal gucken, dass ich da mal wenigstens ein oder so von painte. Ist ja schnell gemacht. Das ist ja jetzt echt nichts Besonderes oder so. Ja. Was war noch? Ich habe, also wenn ihr das Video jetzt seht, habe ich eine OP hinter mir. Es geht auch schon wieder ganz gut. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen. Das war jetzt nichts Schlimmes. Ich bin nicht krank oder so, ne? Also es ist alles in Ordnung. Aber dennoch muss man ja erstmal die Narkose wieder wegstecken. Und es wird ja doch irgendwo an einem rumgeschnipselt und gemacht und getan. Und dementsprechend hat man halt dann Schmerzen, Wunden und so weiter. Aber es geht bergauf. Ja, richtig gut ist es noch nicht. Aber es ist schon so, dass ich jetzt hier mit euch so ein bisschen painten kann, das ist auf jeden Fall möglich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das doch noch relativ dunkel ist. Ich weiß aber auch nicht, wie ich es besser machen kann. Vielleicht so. Jetzt habt ihr die ganze Zeit das Dunkle gesehen. Vielleicht geht es so ein bisschen besser. Es spiegelt, aber vielleicht ist es besser. Ich muss da noch mal den Weg finden. Painting-Videos mache ich ja nicht so oft. Aber könnte vielleicht öfter kommen. Ich bin momentan so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr die Firma oder die Seite kennt, Tini Schnickschnack, ist Diamond Painting Shop aus Deutschland, auch mit lizenzierten Bildern und Künstlergeschichten und allem, ist nicht ganz preiswert. Also die Sachen kosten schon ein bisschen Geld, aber ist halt auch eine gewisse Arbeit und Mühe, Sorgfalt, Qualität dahinter. Ich habe einige Bilder, nicht viele, weil alles gefällt mir dann nicht. Also ich muss jetzt nicht immer diese ganzen niedlichen Glubschi-Augen-Motive haben, aber es gibt hin und wieder doch Motive, wo ich sage, ja,
die finde ich richtig gut. Meistens haben die Bilder so ein Maß von 50 mal 50, was sich auch gut painten lässt. Und dann gibt es halt manchmal so eine, wie sage ich, Spezialgeschichten, wo es einfach mal so ein Vollstrassbild gibt oder Voll AB oder jetzt soll auch Fairy Dust kommen. Oder da sind Metallicsteine drin. Ja, also es ist halt Geschmackssache. Ich finde halt so ein paar Bilder dann doch mal ganz gut und kaufe vielleicht mal hier oder da ein so ein Bildchen. Ich habe jetzt sehr viel Glück gehabt und konnte eins über eine Suchanfrage in einer Facebook-Gruppe kaufen. So einen kleinen Babywolf. Ich weiß nicht, ob ihr das Motiv kennt, wahrscheinlich nicht. Also es ist halt einfach ein Babywolf und der ganze Hintergrund des Bildes ist eigentlich weiß. Und weiß painten finde ich ganz furchtbar. Und dann habe ich überlegt, ob ich den Hintergrund so wie hier Vollstrass mache. Und dann dachte ich, oh, ist vielleicht ein bisschen zu krass. Und habe mich jetzt dafür entschieden, Fairy Dust Steine zu nehmen. Ich habe mir jetzt also 100 Gramm, ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche, ich warte noch auf das Bild. Habe mir jetzt 100 Gramm Fairy Dust Steine bei einer Seite mit einem A bestellt. Und ja, da warte ich gerade drauf und auch auf das Bild. Und dann werde ich mal gucken, wie die im Hintergrund wirken. Es ist doch dezenter als Strass und aber ein bisschen cooler als nur weiß. Ja, das ist auch so Sachen, die jetzt noch kommen. Im Bezug darauf bin ich ganz froh, dass der Kaufstopp vorbei ist, weil ich habe das damals nicht mitgekriegt, dass das Bild in den Shop kam. Und als ich es gesehen habe, war es eigentlich schon weg. Und ja, dann habe ich halt in der Facebook-Gruppe gefragt, hey, hat jemand das Bild zum Abgeben? Und es hat tatsächlich eine darauf reagiert und hat gesagt, ja, hier, ich habe das da, ich möchte es verkaufen. Da habe ich ja nicht lange gefackelt. Ich habe auch sogar noch diesen Coverminder dazu bekommen, da hatte ich auch Glück. Von daher freue ich mich jetzt darauf. Ja, mit meinem Häkeln zum nächsten Hobby. Ja, es macht wirklich viel Spaß. Also es ist cool und es macht Spaß. Und mein Video ist, glaube ich, auch ganz gut angekommen mit meinem Unboxing über meinen kleinen Wal. Aber da habe ich mich noch nicht dran getraut. Ich mache jetzt wirklich so richtig leichte Anfängergeschichten, wobei der Wal ist das auch. Aber da müsste ich schon wieder eine Farbe wechseln und ich habe da keine Videoanleitung zu. Und aktuell gucke ich wirklich immer so Step by Step YouTube-Videos, wo halt heißt, hier mach den magischen Ring, da machst du jetzt 6 feste Maschen rein, in der nächsten Runde machst du nur Zunahmen und so weiter und so fort. Und dann kann ich mir immer genau angucken, was muss ich jetzt als nächsten Schritt machen, wie muss es aussehen. Und wenn ich dann mal so ein bisschen dann die Routine oder die Erfahrung habe, gucke ich mal, dass ich dann mich vielleicht an den Wal traue. Es gibt auch ein tolles Video von Lanufaktur, wo sie so einen ganz großen Wal macht, aber da bin ich noch nicht so weit. Also sie erklärt das wirklich toll und das sieht in den Videos so einfach aus. Und dann sitzt man da mit seinem Garn und seiner Häkelnadel und denkt sich, ja, wo rein, wo raus, wieso, warum passt das nicht? Und ja, aber ich denke, es ist einfach eine Übung. Spaß macht es. Es raubt mir klar jetzt wieder so ein bisschen Zeit von anderen Projekten. Mein Zelda-Bild muss wachsen. Da dümpel ich die ganze Zeit drum rum, weil ich habe ja auch Evoli angefangen. Das war das, wo ich dreimal neu angefangen habe. Da habe ich euch auch ein Video mit der ganzen Story zu hochgeladen. Das liegt hier auch. Jetzt vor ganz kurzem habe ich ja das Erklärbär-Video gemacht mit dem, wie beginne ich auf 25 Count zu sticken, worauf muss ich achten, wie rechne ich das aus, wie sieht das aus. Da ja auch gesehen. Ja. Und dann dachte ich zwischendurch jetzt vielleicht einfach noch mal so ein bisschen, wo ich paint und einfach nur erzähle und nicht einfach nur stumpf irgendwelche Sachen auspacke. Klar, ich persönlich liebe Unboxings. Ich könnte den ganzen Tag auf YouTube nur Unboxings gucken, aber man will ja auch ein bisschen was sehen und da jetzt auch bald wieder so ein paar Kooperationen eintrudeln, dachte ich mir halt einfach, komm, machst du mal ein bisschen was anderes zwischendurch und erzählst einfach mal, was es so Neues gibt. Ja. Diese Projekttaschen, die ich euch vorhin gezeigt habe, die sind halt, ich habe mich da wirklich richtig drin verliebt, weil, ja, die sind halt, wie soll ich sagen, wertig, ne? Klar, ich habe auch einen Haufen von diesen Dokumententaschen, die man bei einem anderen A kauft, mittlerweile auch bei vielen China-Händlern kriegt, aber ja, diese Stofftaschen sind halt so schön.
Wir sind halt so schön. Ich kann's nicht ändern. Ich habe halt jetzt diese paar hier liegen. Ich weiß nicht, ob ich mir auch nochmal irgendwie was anfertigen lasse. Aktuell nicht. Habe ich keinen Bedarf. Aber ich bin froh, dass ich sie habe und ich suche mir da sehr besondere Projekte raus, die da reinkommen. Eins habe ich ja schon. Jetzt habe ich noch zwei leere davon. Da gucke ich dann mal. Ach, ich bin mit dem Licht nicht ganz zufrieden. Naja, aber ich gucke ja wahrscheinlich eh nicht so genau hin, ne? Ihr seht nur eine Farbe und mehr nicht. Aber man kommt halt gut voran, ne? Wenn man nur Hintergrund paintet, dann geht das doch relativ zügig. Ja, und mit dem Schiffchen muss ich sagen, finde ich auch sehr gut. Ja, das ist halt zum Beispiel wieder dieses, wenn man Unboxings bei YouTube guckt, dann will man das auch haben. Dementsprechend habe ich mir ja bei Kevco Design da zwei Schiffchen geholt. Ach so, keine Werbung, ne? Also ich habe das alles, was ihr jetzt seht, hier irgendwie selbst bezahlt und gekauft und gut, das, was ich painte, nicht, aber ich mache jetzt hier gar keine Werbung darüber. Aber ansonsten die Projekttaschen und Häkelkrams und was nicht alles, das ist alles, ne? Also keine Werbung jetzt hier an der Stelle. Es sind einfach nur so Dinge, die ich euch erzähle oder vielleicht Empfehlungen, persönliche Erfahrungen. Jetzt muss ich mal auf meinen Spickzettel gucken, was ich euch so erzählt habe. Ja, den Tempus habe ich euch gezeigt. Also nur noch drei Parts. Also das Ende ist, ja, Ende. Zum Greifen nah will ich jetzt nicht sagen, aber wenn man da konsequent dran arbeitet, schafft man schon was. Ich hoffe, dass ich diese drei Parts irgendwie zeitnah fertig kriege. Ich mache ja auch nur diese zwei Reihen am Tag, außer ich schaffe es mal nicht, dann mache ich mal vier oder ich habe total Lust, irgendwie Fortschritt zu machen, dann mache ich auch mal vier rein. Aber so die zwei mache ich halt immer und damit fahre ich ganz gut. Und da ich so viel aktuell nebenbei mache, wie jetzt Painten und Häkeln, werden es wahrscheinlich auch demnächst nicht wirklich mehr als zwei Reihen sein. Außer ich kriege so einen Tick, dass ich sage, so jetzt will ich es aber fertig haben, dann ja, mache ich vielleicht ein paar mehr, aber nee. Also stand jetzt nicht. Was war denn noch? Wieder drauf gucken. Ich habe euch den Koffer gezeigt. Ja, den finde ich halt toll. Ich hoffe, die Sticker sind bald da. Vielleicht, wenn ihr das Video jetzt seht, sind die Sticker endlich da und ich kann die ganzen Dosen bekleben. Ich meine, 320 Farben. Da habe ich nicht so Bock drauf. Aber dann kann ich mir das wieder sortieren. Ich habe so eine ganz komische Eigenart, mir das zu sortieren, wenn ich Bilder mit so super vielen Farben habe. Also ich mache es zum Beispiel so. Erstmal gehe ich Buchstaben und Zahlen und Sonderzeichen. Also dass das alles so nebeneinander ist. Und dann gucke ich nach Gegenständen, die man anfassen kann. Also reale Gegenstände. Dann Dinge, die man nicht anfassen kann und halt und definierbare Sachen. Es gibt zum Beispiel bei Painterbox, das ist echt gemein, es gibt ein Symbol mit einem Tischtennisschläger. So, dann gibt es einmal einen Tischtennisschläger einzeln und dann gibt es einen Tischtennisschläger, da ist einmal ein kleiner Punkt, also ein Ball, rechts neben dem Schläger oben, dann gibt es einmal links neben dem Schläger unten und links neben dem Schläger oben. Also es gibt quasi irgendwie dreimal das gleiche Symbol, nur dass der Punkt dann irgendwie jeweils an einer anderen Stelle ist oder es gibt unterschiedliche Kamerasymbole oder Bäume oder mal ist der Hintergrund auch einfach nur andersfarbig von dem Sticker. Also da muss man sich wirklich gut konzentrieren und deshalb ist es so eine Empfehlung, dass wenn man also nach Symbolen paintet, die sehr, sehr ähnlichen oder die fast gleich sind, nebeneinander macht, weil dann kann man auch noch mal genau raufgucken und sagen, ah ja gut, das war das. Weil wenn ich jetzt eigentlich meinen Koffer hier vor mir stehen habe und ich habe es jetzt nach Nummern vielleicht und ich suche einfach nur den Tischtennisschläger und ich sehe einen, dann greife ich den, aber ich habe vielleicht noch zwei, drei andere Symbole mit dem Tischtennisschläger. Ja, dann ist halt doof. Und wenn ich sie nebeneinander habe, weiß ich genau, okay, ich muss jetzt den greifen. Also ich fahre damit halt irgendwie ganz gut. Ich weiß, dass es viele nach den Nummern sortieren und dann einfach die Legende daneben haben und gucken, wo ist die Nummer, wo ist das Symbol. Kann man auch machen, klar.
Aber ja, ich bin halt eher so der nach Symbolen paintet. Das Bild jetzt hier lasse ich in den Zipbeuteln, einfach damit ich es schnell immer wieder weglegen und rausholen kann. Es ist ja jetzt auch nicht super viel Konfetti oder irgendwas. Das ist jetzt für mich so ein Zwischendurch. Ich mache mal so ein paar Steine Bild, sodass ich halt auch einfach ein bisschen Fortschritt habe, aber ich werde da jetzt keinen Fokus drauf legen. Ich möchte eigentlich Perlenbilder ein bisschen voranbringen. Jetzt habe ich hier so ein paar Neustarts gehabt. Vielleicht schaffe ich hier und da mal eine Seite an einem Bild. Zelda geht immer noch weiter bei meinem Link, der auf dem Pferd sitzt. Ich habe jetzt einige Zelda-Bilder mehr. Und das ist ja auch das, wo ich jeden Monat meine Pflichtseite dran sticke. Das wird auch so beibehalten. Also jeden Monat mindestens eine Seite an diesem Bild. Kreuzsticken komme ich gerade gar nicht so zu, beziehungsweise habe ich gerade gar nicht so doll Lust drauf, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mein Mirabier ja wieder weggelegt, weil es hat erstmal in dem Stickständer, ich habe diesen Stickständer Master, heißt der, falls der euch was sagt, der ist schon sehr groß und klobig. Ist ein Stück, ein Tischstickständer, aber er nimmt halt viel Platz weg. Ich finde den super, ich möchte ihn auch nicht missen, aber er hat halt viel Platz weggenommen und da ich ja jeden Tag mein Tempus Fugit hier auf den Tisch lege, wieder weglege, weil ich dann andere Sachen mache, brauche ich irgendwie den Platz, dass ich hier auch meine Sachen mal ablegen kann. Und dementsprechend habe ich jetzt gesagt, so, ich lege es jetzt erstmal weg. Ich hatte auch nicht so, was heißt, Motivation hatte ich schon. Ich hatte auch schon Bock, das irgendwie voranzubringen. Ich habe auch ein bisschen was geschafft, wenn ich mich dran gesetzt habe. So ist es nicht. Da schafft man schon gut was. Das ist jetzt nicht das aufwendigste Mirabilia von allen. Aber ich habe irgendwie gerade einfach auf andere Sachen Lust. Ja, wie hier zum Beispiel Diamond Painting oder Perlensticken. Zwischendurch mal ein bisschen so ein paar Maschen häkeln, um einfach so ein bisschen Übung zu kriegen. Und wenn ich dann mal etwas geschafft habe, was gut aussieht, werde ich euch da auch drüber informieren. Also das, was ihr ja gerade gesehen habt an meinen Amigurumis, war ja eher, ja, total Katastrophe. Aber ich habe ja jetzt auch erst angefangen. Ich bin ein totaler Neuling und dafür ist es, glaube ich, okay. Ja, also zu dem Schiffchen hier. Gefällt mir doch gut. Also die Steine liegen schön, lassen sich schön rausnehmen. Toll. Ich weiß nicht, ob noch mal eins einziehen wird, weil eigentlich brauche ich es nicht. Ich painte ja, wie ich gesagt habe, eigentlich immer nur aus einem Schiffchen. Ich habe jetzt zwei unterschiedliche Größen. Wenn ich jetzt mal vielleicht ein bisschen mehr Konfetti habe, nehme ich das kleinere davon. Aber ja, jetzt wo ich Hintergrund habe, ist das große auch Gold wert. Da habe ich auf jeden Fall nichts falsch gemacht mit den zwei Größen. Und ja. Unboxing sei Dank habe ich die gesehen, weil selber wäre ich ja bei Instagram gar nicht auf die Seite gekommen. Dafür ist dann YouTube doch immer mal ganz gut, wenn man neue Sachen sieht. Auch zum Beispiel Karat Art. Ich habe ja das eine Unboxing gemacht mit meiner Artemis. Die ist auch schon gekittet. Ich habe quasi, ich müsste nur noch loslegen. Aber dann habe ich halt die Zusage von hier Picasso bekommen und dachte, oh, also jetzt Artemis und dann ein paar Tage später hier die Kooperation anpainten, ist ja irgendwie auch doof. Ja. Machst du erstmal Picasso, weil das ist halt eine, ja, ist halt ein bisschen verpflichtender, sage ich mal. Und außerdem habe ich da ja auch Lust. Aber Artemis steht hier, ist in einem Koffer gekittet. Ich muss nur noch die Leinwand auf den Tisch packen und kann loslegen. Also, sobald mich dann die Lust überkommt, kann ich jederzeit starten. Werde ich vielleicht auch machen. Weiß ich noch nicht. Jetzt werde ich erstmal hier, ich denke mal im Laufe des Tages noch die eine Fläche vom Hintergrund hier beenden, damit ich hier so einen schönen Fortschritt schon mal habe. Und nächstes Mal kann ich dann ja auch schon wieder ein bisschen oder das erste Mal dann Farbe an dem Bild hier painten. Das habe ich ja noch gar nicht gemacht. Ja. Jetzt gucke ich mal, ob ich noch irgendwas erzählen wollte. Ich habe ja hier meinen Zettel. Aber ich glaube fast nicht. Nee. Also, das ist halt einfach nur mal so ein Zwischendurch-Quassel-Video, weil ich weiß, dass ihr das ja auch mal ganz gerne schaut. Ich habe
halt jetzt die nächste Zeit wahrscheinlich dann nochmal so ein paar Kooperationen. Also seid gewarnt. Und die Leute, die halt nicht gucken, die Videos, die sehen mich dann halt mal wieder in einem Stick mit mir oder Perlenstick mit mir wahrscheinlich. Kreuzstick mache ich ja gerade nicht. Oder vielleicht zeige ich ja euch mal, wie ich mich beim Häkeln anstelle. Wobei ich das halt parallel bei YouTube gucke. Das ist dann wahrscheinlich doof, wenn ich immer das Video stoppe und dann immer gucken muss, wo bin ich jetzt. Aber wenn ich so ein bisschen Übung habe, kann ich ja vielleicht mal vielleicht vor der Kamera häkeln. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Aber das wird noch dauern. Ich kann ja auch noch gar nicht diese ganzen Anleitungen lesen. Ich mache es ja bis jetzt immer nur nach Video und nicht nach diesen schriftlichen. Nee, der ist hässlich. Nach diesen schriftlichen Anleitungen, das muss ich auch lernen. Da gibt es ja dann so Abkürzungen für, ich glaube, FM ist dann feste Masche und ich weiß nicht, Stäbchen und halbes Stäbchen. Das heißt dann irgendwie ST oder HST oder SB Stäbchen. Naja. Aber das kriege ich hin. Man muss sich halt nur reinfuchsen, sich damit befassen, sich die Zeit dafür nehmen. Und dann sollte das auch klappen. Gut, ich denke, das soll jetzt erstmal gewesen sein. Ich habe doch ein bisschen was geschafft. Naja, nicht viel, ne? Aber ein bisschen. Ich habe euch mal wieder so das Neueste erzählt, habe euch ein paar Sachen gezeigt, die eingezogen sind, habe euch den Tempus Fugit mal wieder gezeigt, habe euch was zum Lachen gezeigt. Und ja, ich denke, das reicht auch erstmal. Oh, 40 Minuten, ja. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.